dieser Stelle noch einmal. Lieber Jörg, danke, dass du da bist und heute den Input geben wirst. Und ich übergebe dir das Wort und the stage is yours. Dankeschön. Ja. Normalerweise würde ich mir ja jetzt langwierig vorstellen, weil ich am liebsten ja über mich selber rede, aber ich denke, ich werde es ganz, ganz kurz halten. Also mein Name ist Jörg Capella, ich bin seit ungefähr 17, 18, 19 Jahren selbstständig und angefangen habe ich mit was ganz was Verrücktem in meiner Selbstständigkeit. Ich habe gemacht Aufklärungsworkshops, damit habe ich angefangen. Und da habe ich aber einen Connect zum heutigen Thema, weil Stammtischparolen gibt es natürlich nicht nur bei Stammtischen, sondern wenn man zum Beispiel Burschenarbeit macht und man kommt da zu einem Haufen 13-jähriger Pubertierender, da läuft das ja schon die ganze Zeit und da bin ich schon früh konditioniert worden. Und dann ist mir noch was Zweites eingefallen, die Konditionierung hat bei mir eigentlich zu diesen Themen viel, viel früher angefangen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, warum ich mich intensiv angefangen habe, mit dem auseinanderzusetzen. Das war, weil ich eigentlich in einer Umgebung aufgewachsen bin, die zutiefst, jetzt muss ich das richtige Wort finden, zutiefst, nehmen wir es einmal, rassistisch, fremdenfeindlich, einfach ungut, es passt nichts, stereotypisch durchwachsen, Frauen sind so, Männer sind so. Also ich bin in ganz, ganz vielen Vorurteilen und in einem ganz negativen Klima aufgewachsen und bin da irgendwie aus dieser Gruppe rausgekrallt. Warum ist man und wieso, ist man heute eh noch ein Rätsel. Und darum hat mich viele, viele Jahre später das natürlich angefangen zu interessieren. Und natürlich irgendwann, wenn man als quasi Trainer, Vortragender, Workshopleitender unterwegs ist, quasi, und das bietet sich ja Gelegenheit, dort einen Einstieg zu finden, da habe ich mich natürlich sofort drauf gestürzt. Ne? Und das Interessante ist, ich habe halt quasi einen taktischen Vorteil, weil ich das alles kenne, vielleicht auch ein Stück weit am Anfang so war. Und darum, wenn ich in ein Tankstellengasthaus oder irgendein derartiges Etablissement reingehe, tue ich mir mit den Menschen dort eigentlich relativ leicht. Ja. Und ich glaube, dass ich habe mir insofern gedacht, ich habe natürlich auf der einen Seite einen Haufen Tipps, aber auf der anderen Seite quasi habe ich mir gedacht, ich fasse das einmal zusammen. Warum, wenn ich zum Beispiel hergehe und mit irgendeinem Wahnsinnigen, benenne ich oft auch als Wahnsinnige, die irgendwelche Sprüche klopfen, interagiere, warum die das eigentlich, wenn ich mit ihnen interagiere, recht positiv erleben. Ja? Ich bin dort quasi plötzlich ein gern gesehener Gast, mit mir ist so interessant diskutieren etc. Und was ich da gern weitergeben würde, wie man quasi in eine Haltung hineinkommt, die einfach mehr in die Richtung ist. Und dazu habe ich natürlich eine Präsentation vorbereitet. Die werden wir jetzt geplant ist, ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten durchgehen. Da gibt es am Anfang einen interaktiven Teil und danach gibt es dann die Möglichkeit Fragen, Diskussion, das ist natürlich immer der spannendste Teil. Ja. Schauen, ob das jetzt wirklich brav so hinhaut, wie wir vorher ausprobiert haben. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Wunderbar, alles passt. Gut. Genau, danke fürs Feedback, weil da muss ich immer fragen an der Stelle. Jo, gut. Fangen wir mal an. Also quasi prinzipiell von meiner Arbeitsweise her, wie ich an das Thema herangehe, ist das gekennzeichnet von drei Sachen. Das links oben soll symbolisieren, quasi, dass mich sehr die Systematik und die Systemik dahinter interessiert. Was steckt eigentlich dahinter? Warum sind Leute so, wie wir sind? Wenn es um Stammtischparolen geht, ist Windis A immer ganz wichtig. Der liebe Homer Simpson symbolisiert die Selbstreflexion, weil oft agieren wir selbst in solchen Situationen auch nicht ideal. Und zum Schluss das Herz ist für die Herzensbildung, damit man mit diesen Menschen auf eine Art und Weise umgeht, wo dann tatsächlich irgendwas Produktives möglich ist. Ja. Ich habe aber gedacht, wir starten interaktiv ein und gleich Vorwarnung quasi, ich habe zwar ein paar andere Beispiele auch, aber ich habe das jetzt quasi ein bisschen auf dem Dauerbrenner-Ausländer-Thema aufgebaut, also sehr viele Beispiele kommen in die Richtung und wir fangen, weil ich gedacht habe, quasi, wir haben ja recht viele Leute da und wir haben ja einen Chat, ja, darum habe ich mir gedacht, ich nehme einfach zwei Beispiele vom größten Stammtisch Österreichs, weil der größte Stammtisch Österreichs ist ja der Online-Stammtisch, ja. Und da habe ich vorbereitet zwei Online-Kommentare und die Aufgabe dazu wäre, dass man im Chat hineinschreibt, wie man auf das antworten würde. Ja? Und die zwei Kommentare sind folgende. Das erste ist quasi, was ist, wenn jemand schreibt, wenn Ausländer zu uns kommen, kommen nicht die Besten, sie bringen Drogen, sie bringen Kriminalität, sie sind Vergewaltiger, aber ein paar sind ja nette Leute, glaube ich, ja? Auf gut Deutsch.
Und das Zweite ist, man kann sich aussuchen, auf welches man antwortet. Quasi, wir brauchen keinen Islam bei uns, ich will den Islam verbannen, wir müssen die Islamisierung stoppen. Das heißt, keine Moscheen, keine Schulen, keine islamischen Priester mehr. Und dann mein Lieblingssatz, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Ja? Und meine Frage an den Chat wäre, wer traut sich denn da drauf zu schreiben, man, ich weiß, eines der klügsten Optionen ist quasi, dass man den einfach meldet und nicht antwortet. Das ist meistens sehr klug, auf das kann man sich natürlich gerne zurückziehen. Aber wer würde denn da quasi versuchen wollen, in den Chat einen Kommentar zu schreiben, was man darauf antworten könnte? Ich werde ein bisschen auch in den Chat mitverfolgen, ob da was kommt, gell? Mhm. Vielleicht traut sich wer. Ich habe gedacht, das ist natürlich ein bisschen mutig, wenn man gleich am Anfang was verlangt, aber im Chat was hineinzutippen ist, glaube ich, zu mutig. Und ich hoffe sehr, jemand. Okay, es gibt schon mal eine Meinung im Chat, dass das quasi nicht wert wäre, da jetzt einen Online-Konflikt loszutreten. Und auch eine zweite Meinung, die jetzt meint, nicht antworten, sondern Fragen einfach oder Gegenfrage stellen, warum die Person das so sieht. Ja. Gegenfrage, okay, das ich notiere mir das mit der Gegenfrage einmal, dazu komme ich nämlich ganz am Schluss. Also so in die Richtung, wie kommst du auf das, woher hast du das her, etc. Das ist einmal ganz eine gute Strategie. Wenn ihr das jetzt interpretiert, genau. Ja. Gibt es noch was? Weil ich sehe jetzt den Chat gleichzeitig. Bis jetzt noch nicht. Die Frage ist auch, die man stellen kann, eben geht ein bisschen in die Richtung, ob es Zahlen dafür gibt, ne, warum die Person zu dieser Einstellung kommt. Was ist nachher noch im Chat? Zur ersten Aussage im Chat eben, dass das eben genauso für Einheimische gilt, was quasi eben der Person persönlich passiert. Also es kommt sehr oft die Gegenfrage. Also da wäre, was ist dir persönlich passiert, dass du so denkst? Oder ein bisschen so sarkastisch zu reagieren. Aufs Erste ist ein Vorschlag im Chat, nämlich so, oh fein, du hast also schon nette Menschen aus dem Ausland kennengelernt. Humor ist aber gut. Die Frage nach persönlichen Erfahrungen dazu wieder. Und genau, als Ergänzung zur sarkastischen Meldung, eben, oh fein, du hast schon nette Menschen aus dem Ausland kennengelernt, geht also eher der Fokus auf die Ausnahme und nicht so sehr auf die Generalisierung der Aussage. Ich mag das Beispiel recht gern, also diese zwei Beispiele recht gern, weil quasi das ist, also diese zwei Beispiele haben nämlich einen kleinen Trick in sich. Vielleicht hat es der eine oder die andere schon bemerkt, ja. Ich mache sehr viel Antirassismusarbeit und da verwende ich diese Beispiele und da kommt dann immer ein Twist. Und der Twist ist, das sind keine anonymen Facebook-Kommentare, sondern das sind Aussagen berühmter Politiker. Und das muss man mal einsickern lassen, dass quasi solche Sätze nicht nur in den Stammtischen gesprochen werden, sondern solche Sätze von der Elite unter Anführungszeichen von unter anderem der mächtigsten Person der Welt. Das oberste Zitat ist nämlich ein Donald Trump-Zitat aus einem Tweet. Ja. Und das untere Zitat ist ein Zitat von Geert Wilders, dem Vorsitzenden der Partei für die Freiheit. Das ist so quasi der Strache von Holland, jetzt einmal vereinfacht gesagt. Ja. Und er hat das bei einer Rede in Wien gesagt, wie die FPÖ ihn eingeladen hat. Und ich wollte am Anfang quasi schon, dass man ein bisschen reinkommt und dass man sich überlegt, ne, quasi, in welcher Umgebung, in welchem Umfeld agieren wir? Interessant ist ja auch, was ist so quasi die vorherrschende Meinung? Was saugen Leute so auf? Weil die Meinung bildet sich ja oft an dem, was quasi Leute sagen, die von vielen gehört werden. Und unsere Vorbilder unter Anführungszeichen sind derzeit nicht gerade immer die besten. Lustigerweise von der, nennen wir es einmal, linken Reichshälfte, kommt in die Richtung in der öffentlichen Meinung oft zu wenig Opposition, außer quasi der Schrei, das ist rassistisch, das ist furchtbar, das ist schrecklich. Ja? Es ist aber die Opposition gegen solche knackigen Aussagen relativ schwach, weil man sich da relativ schwer tut. Ja? Aber kommen wir mal weg von der Politik, also von den Politikern. Das Problem ist nur, wenn ich dann solche Fortbildungen mache, wie man zum Beispiel mit Menschen, der hat was weiß ich, alle Ausländer sind scheiße oder so, quasi, wenn sehr viele kommen in solche Ausbildungen und fragen dann quasi, wie schaut es aus?
wie kann ich das gewinnen? Wie kann ich hergehen und so jemanden besiegen, unter Anführungszeichen? Und das finde ich schon mal quasi einen sehr schwierigen Ansatz, weil auf dem Weg kommt man nicht weiter. Oft einmal kommt viele so das Gefühl, sie müssen einen Bildungsauftrag erfüllen. In dem Moment, das stimmt da irgendwie, wenn ich jemanden habe, der ist jetzt gerade gesprächsbereit. Aber die Frage ist, mit welcher Haltung versuche ich das dem zu vermitteln? Und oft endet das darin, dass ich sage quasi so, der hat jetzt was gesagt und jetzt muss ich ihm das eine sagen, dass das alles ein Schatz und ein Blödsinn ist. Vielleicht ist es sogar ein Schatz und ein Blödsinn, aber die Frage ist, wie kriege ich das rüber, ohne von oben herab, ohne von quasi zu sagen, quasi du musst ab jetzt so und so denken oder wie du denkst, ist falsch. Ja? Weil was wir gar nicht wollen ist, wenn wir eine Interaktion haben mit solchen Personen, die solche Stammtischparolen aushauen, und es ist wurscht, ob es gegen Frauen geht, ob es Sexismus ist, Rassismus, ob es Ausländerfeindlichkeit ist, ob es gegen eine Religion geht, eine gelungene Interaktion endet nicht so, wo einer gewinnt und der andere verliert. Das heißt, sobald man Gewalt und Druck selbst reinbringt, das ist ein ganz ein großer Fehler. Und der liebe Sun Tzu wird ja immer gelobt, dass der große Kriegsmeister, der wird von Militärgenerälen heute so noch gelesen, aber eines der wichtigsten Zitate, finde ich, die Sun Tzu gebracht hat, ist: wahrhaftig siegt, wer nicht kämpft. Das heißt, es ist ganz, ganz falsch und schrecklich, wenn man aus diesen Interaktionen einen Kampf macht. Und es wird aber, glaube ich, es hören ja recht viele zu, wenn man in die Selbstreflexion geht, und das ist mir ganz wichtig, wenn man in die Selbstreflexion geht, und man überlegt sich, wenn solche Stammtisch, also wenn ich da in die Interaktion, einer macht einen Spruch, vielleicht eh gar nicht zu mir, sondern einfach in den Raum, und wenn man dann in die Interaktion reingegangen ist, dann ist plötzlich ein Kampf draus geworden. Und da prallen dann die Meinungen aufeinander, was entsteht dabei? Genau gar nichts. Ja. Liegt auch an einer ganz natürlichen Gegebenheit. Wir wissen natürlich, wenn so ein Viech durch den Urwald rennt, ja, und er sieht dann ein kleineres Viech, macht er Angriff. Er sieht ein größeres Viech, dann macht er Flucht. Und das ist eine klassische Stressreaktion. Und wenn wir gegen Stammtischparolen vorgehen würden, dann müssen wir nicht in diese Mechanik von Dominanz und Macht und Angriff und Flucht, aus der müssen wir einfach raus, sondern wir müssen anfangen, mit Leuten zu interagieren. Ne? Weil im Angriff-Fluchtreflex, normalerweise ist ja das Gehirn so, dass wir ein Reptiliengehirn haben, ja? Das für Emotionen zuständig ist, etc. Und das, was da auf der linken Seite als grün eingezeichnet ist, das ist ja das, unser intelligentes Gehirn, unter Anführungszeichen, das ist das, was uns klüger macht als ein Viech. Aber in einer Stresssituation schaltet sich das intelligente Gehirn quasi aus, es gibt erhöhte Aktivität im Reptiliengehirn und wir fressen uns einfach gegenseitig alle auf. Und das quasi ist jetzt quasi, wir schaffen es jetzt natürlich nicht, einen ganzen Konfliktmanagement-Subsektion da hier jetzt reinzubringen, aber da kann man auch kurz überlegen, wenn ich manchmal eine hitzige Diskussion geführt habe, da muss es jetzt gar nicht um Stammtischparolen gehen, da wacht man manchmal am nächsten Tag in der Früh auf und denkt sich, na eigentlich könnte ich mich fast schaumen, was für ein Blödsinn ich gesagt habe. Das geht bis dorthin, dass man plötzlich Dinge sagt, die man gar nicht meint. Und da sind wir genau in diesem Gewinnen wollen, in diesem Angriffsreflex, aus dem muss man einfach raus. Ja. Kleine Empfehlung nebenher, sehr hilfreich natürlich gewaltfreie Kommunikation, damit man generell bei anderen weniger von diesen Stressreaktionen auslöst, aber das wäre wieder eine eigene Geschichte. Ja. Das schafft man auch nicht in einer Stunde. Kann ich nur jedem empfehlen, wer sich mit gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzt, beginnt seine Beziehungen zu retten, nicht nur die Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften und sonstige, quasi, da bin ich ein ganz großer Fan. Ja. Also es geht quasi darum, dass ich am Anfang, jetzt einmal bevor ich anfange, Tipps zu verteilen, wie man gewinnt, darüber reden will, quasi wie komme ich in die richtige Haltung. Eine Haltung, die mir selber gut wird, weil ich muss ja nicht zum absoluten Diener von dieser Person dann werden, aber eine Haltung quasi, wo der andere auch überleben kann. Ja? Und ich bin ja ein großer Zitate-Meister, ich stehe total auf Zitate, ich finde das total super. Da gibt es nämlich ein tolles Zitat von Buddha, das lautet: besiege den Zorn durch Herzlichkeit, vergelte Böses durch Gutes. Lass ich aus, wurscht. Und dann, Sieg erzeugt Hass, denn der Besiegte ist unglücklich. Niemals in der Welt hört Hass auf mit Hass, Hass hört durch Liebe auf. Und das ist natürlich manchmal oft eine harte Pille zu schlucken, wenn da einer in einem Gasthaus drin steht und der haut einfach raus. Ja? Dann stelle ich mir natürlich die Frage, was ich soll den Total jetzt lieben? Aber genau das meine ich. Und ich meine das sehr ernst. Ja?
Und da kann ich wieder in die Selbstreflexion reingehen und sagen, wenn ich jetzt hergehe, einer haut einen Spruch aus, dann kann ich mir mal überlegen, wenn ich jetzt in die Interaktion mit ihm reingehe, warum mache ich das überhaupt? Was ist denn jetzt gerade mein Motiv? Bin ich ein kämpferisches Einhorn, das den jetzt fertig machen will? Will ich gewinnen? Will ich das nicht zulassen, dass der jetzt so viel Raum einnimmt? Gehört der jetzt fertig gemacht für das, dass er gesagt hat, keine Ahnung, die Ausländer sind alle scheiße. Warum tue ich das jetzt? Die nächste Frage wäre, habe ich gerade Energie und Lust, mit dieser Person zu interagieren? Ich muss nämlich nicht immer. Ich kann mich entscheiden dafür, jetzt nicht zu interagieren und nichts zu sagen. Wenn ich so richtig den Drang und den Zwang habe, ich muss jetzt, dann sollte ich mich mal fragen, warum. Und die dritte Frage, die nachher natürlich dazugehört, ist es fehlende Zivilcourage, wenn ich nicht reagiere. Aber quasi zu sagen, ich lande jetzt zurück und tue nichts, ist zwar okay, aber die Frage ist quasi, wann muss ich eigentlich fast? Ja? Und dass man eine bewusste Entscheidung trifft, wenn der Sager kommt, in den meisten Fällen kann man an nichts tun. Ich muss nicht immer reagieren. In sehr vielen Fällen ist es oft das Gescheitste, wenn man nicht reagiert. Wartet, bis das abkühlt, wartet, bis das Thema wechselt und vielleicht dann nochmal zurückkommt. Die zweite Möglichkeit ist, wenn der Sager so wild ist und der Sager so arg ist, dass man da nicht so das Gefühl hat, da muss jetzt jemand etwas sagen, wenn wir in die Zivilcourage hineingehen. Ja? Dann kann ich natürlich diese Person in die Grenzen weisen, aber ich muss nicht immer mit ihr interagieren, ich kann das auch auf die kalte Art und Weise machen. Wenn einer Heil Hitler schreit, kann ich ihn entweder gleich anzeigen oder ich kann hergehen und sagen, du sag das jetzt noch einmal was oder irgendwas in die Richtung und ich zeig dir einfach an. Und das ist aber nicht Erhaltung von ich will die niederkämpfen, ja, sondern mehr Erhaltung, das ist mir jetzt wurscht, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht, du hörst jetzt auf, sonst setzt es Konsequenzen. Und das sind natürlich nicht wir zuständig, das ist die Polizei zuständig. Und das dritte ist, dass man in eine Interaktion geht. Was man nicht machen soll, das ist jetzt links oben, ist quasi, dass ich sage, ich bin jetzt ganz wütend und ganz aufgebracht und dem sage ich es jetzt eine. Also, erste zwei Tipps. Jede Form von Defensive vermeiden, jede Form von Druck vermeiden und ruhig in die Situation hineingehen. Zweiter zentraler Tipp, sich wirklich fragen, will ich das jetzt überhaupt? Wenn ich jetzt fertig und miert und kaputt und was bin, oder ich mag einfach nicht, ich habe jetzt keine Lust auf das, dann lasse ich das einfach bleiben. Man sollte mit, im Idealfall mit einer Lust, mit einer Freude, mit einer positiven Energie in so eine Interaktion reingehen. Und dazu muss ich halt quasi irgendwie einen Dialog aufbauen, wo der andere mitreden darf, wo man dem auch tatsächlich zuhört und nicht nur niederredet und wo sich der andere dann auch verstanden fühlt. Zuerst einmal muss man ganz viel Ei-Ei machen bei so einer Person, bevor der mal rauskommt, worum geht es überhaupt. Deswegen hat man das auch recht gut. Darum hat mir das auch recht gut gefallen, dass gleich die Frage gekommen ist, quasi, wo hast du das her? Ist dir irgendwas passiert etc.? Das ist nämlich sehr oft so. Und was ich auch total spannend finde, ist damals, wo der Präsident Trump die Präsidentschaft gewonnen hat, hat ein oder zwei Tage später ein Reporter angefangen, quasi ein recht berühmtes Video zu posten, wo er darüber spricht, dass er überhaupt nicht überrascht ist, dass der Trump gewonnen hat. Ja? Und dass das eben aus dieser falschen Haltung resultiert. Ja. Und das ist jetzt ein bisschen Wall of Text, aber das würde ich gerne vorlesen. Er sagt darin unter anderem, Menschen wie ich lerne nicht mehr dazu. Wir haben entschieden, dass jede andere Meinung, jede andere Art der Welt, die Welt zu betrachten, inakzeptabel ist. Wir diskutieren und überzeugen nicht mehr, weil wir die kulturelle Auseinandersetzung gewonnen haben. Wenn du konservativ bist, bist du ein Freak. Du bist böse, rassistisch und im Korb der Bedauernswerten. Das ist ein Hillary Clinton-Zitat. Ja. Wen glaubst du, werden Leute wählen, wenn man so mit ihnen umgeht? Wurde jemals jemand überzeugt, indem er beleidigt und stereotypisiert wird? Und natürlich ist es so leicht, über diese Leute zu lachen oder sie als dumm hinzustellen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, im Grunde meines Herzens denke ich oft quasi, wenn es jemand eh super hat und ist eh klasse und der ist auch komplett fertig wegen der Flüchtlingsthematik, das ist auch irgendwie dumm. Aber Menschen haben keine Lust, dumm behandelt zu werden. Und da hat uns zum Beispiel die Flüchtlingskrise und die Bundespräsidentenwahl in Österreich gar nicht gut getan. Inzwischen ist es quasi so ein Zwei-Fronten-Krieg. Ja? Du gehörst zum einen Lager oder zum anderen Lager. Und die große Frage ist, was ist eigentlich mit der politischen Mitte passiert?
Und wenn jemand von einem dieser Lager versucht, irgendwie eine Handreichung zu machen, dann wird es sehr schwierig. Dabei sollten wir ja quasi, wenn wir schon glauben, dass wir so gescheit sind, sollten wir die Vorbilder sein, die mit anderen so umgehen, dass die tatsächlich mit uns interagieren wollen. Es geht nicht ums Gewinnen. Es geht darum, und da haben wir ein schönes Beispiel im Österreichischen, weil ich jetzt schon quasi beim Trump so viel war, ja, der liebe Nationalratsabgeordnete, na, Bundesrat Dönmez, ja, der wollte ja mit dem Chef der Identitären zum Flüchtlingslager gehen. Und die haben gesagt, quasi der Chef der Identitären hat gesagt, ja, passt, das machen wir. Was darin resultiert haben, dass die Grünen dem Dönmez gesagt, damals war er noch bei den Grünen, na, das darfst du darfst nicht mit dem reden. Mit solchen Menschen, da darf man nicht einmal anstreifen, da darf man keinen Berührungspunkt haben, etc. Und dabei wollte er ins Flüchtlingslager gehen und in Wahrheit quasi auch, da wäre sogar ein Fernsehteam dabei gewesen, den Sellner dabei auch irgendwie demontieren, indem er mit echten Menschen in Kontakt kommt. Und das hat dann zum, ich mag den Dönmez nicht besonders, ja, aber das hat dann zum Austritt aus den Grünen geführt. Und zu dieser Zeit hat er gesagt, man muss die Menschen durch Begegnung und Austausch wieder in die Mitte der Gesellschaft führen. Das bin ich halt Teil von denen, die zur Radikalisierung beitragen. In Wahrheit soll die Welt ja so ausschauen. Das heißt, wenn ich so einen Sorger habe, ist der ja natürlich, und das hat mir im Chat sehr gut gefallen, ist der quasi sehr stark getragen von Emotionen. Warum bist du so angefressen? Warum sagst du sowas? Also alle, die Fragen stellen, die haben bei mir schon 100 von 100 Punkte. Ja? Ihr gewinnt so viele Waschmaschinen, wie ihr gleichzeitig tragen könnt. Und die sollten nicht mit Gewalt beantwortet werden. Und das Witzige ist, und da muss man sich sehr zurückschreiben, wenn man so gescheit ist, und ich bin ja auch wahnsinnig gescheit, ich bin ja null besser, ja? Denen kommt man dann immer mit Argumenten. Da liest man so ein tolles Beispiel über ein Buch, kann ich sehr empfehlen, ja? Pro Menschenrechte, kontra Vorurteile, Fakten und Argumente zur Debatte über Flüchtlinge in Deutschland und Europa. Ja, total spannend, total interessant, wo man echt ein Faktenwissen hat. Aber die Frage ist, wenn jemand verletzt ist, sich bedroht fühlt und diese Gefühle oft einmal gar nicht so, zum Beispiel wenn man am schwierigen Arbeitsmarkt ist, ja, würde er jetzt Fakten wissen? Das interessiert den ja überhaupt nicht. Und dem 15 Fakten aufzuzählen, warum er Unrecht hat, das interessiert den genauso wenig. Aber ja, Zitate-Freak bin, kommt schon wieder das Nächste. Ja? Man hätte schon recht, wenn die Dummheit eine Geistesschwäche ist. Aber Dummheit ist eine furchtbare Stärke. Das steht da wie ein Fels und dann wundern wir uns, warum kommt man nicht an. Weil man auf die emotionale Ebene ja gar nicht eingeht. Weil man dann einfach niederargumentiert, hurra, ich habe recht, verändert hat sich gar nichts. Das heißt, ein Austausch auf Augenhöhe dazu und Faktenwissen nicht überbewerten. So. Dann noch einmal kurz zu dem Klima, in dem wir sind. Ja? Es hat sich ja quasi die Welt, wie wir sie wahrnehmen, und wahrnehmen tun wir sie primär durch die Medien, sehr stark verändert. Also früher war das so, wenn hat es einen Nachrichtenzyklus gegeben. Das heißt, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist, was hat der Reporter gemacht? Der hat zuerst einmal angerufen, wenn es ein Weitweg war, ist er hingefahren, hat recherchiert und nachgeschaut, wie viele sind wirklich gestorben, hat bei der Polizei angerufen, hat vielleicht Zeit gehabt bis, keine Ahnung, Mitternacht oder zwei in der Nacht und hat dann seinen gut recherchierten Artikel abgeben können. Das nennen wir einen Nachrichtenzyklus. Ihr habt Zeit zur Recherche, dann wird gedruckt, dann kommt die Zeitung bei uns auf den Tisch. Das ist ja jetzt vorbei. Man muss ja im Internet heutzutage sofort die erste und beste Nachricht hinausblasen. Und dadurch kommen natürlich auch viele Nachrichten auf eine Art und Weise zu uns, die dann vielleicht auch mal gar nicht richtig. Also wir haben jetzt quasi keinen Nachrichtenzyklus mehr, sondern wir haben Nachrichten 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, Standard-Ticker über Corona, seit Monaten, jeden Tag. Ja? Und einen Zyklus gibt es nicht mehr, wo jemand Zeit hat zu recherchieren. Und so werden die Menschen natürlich mit Schwachsinn gefüttert. Da hat einer dieses Bild, was Sie da gerade alle sehen, hat dieses Bild gepostet und hat gesagt, quasi am Nacht ist ein Bombenalarm am Wiener Hauptbahnhof. In Wahrheit hat es nur einen kleinen Unfall dahinter gegeben. Und das war dann die Reaktion von Ö24. Und natürlich hat sich das dann so weitergebracht, dass dann Kassen hat, das ist irgendein Verrückter, der quasi irgendein Islamist, der da jetzt den Bahnhof wegspringen will. Die Frage ist quasi, die Dementi kommen ja dann nicht mehr an. Da werden ja Menschen gefüttert mit Informationen, die einfach nicht stimmen. Und gegen diesen Berg rennt man jetzt an. Das heißt, auf der Faktenebene kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr gewinnen.
Dazu kommt diese Geschichte mit den Filterblasen, dass im sozialen Medium-Umfeld oder so alle nur mehr das hören, wo sie selber bestätigt werden. Aber da gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Also du wirst dann quasi mir werden natürlich eher Leute angezeigt, die gleiche Meinung haben wie ich, und dadurch fühle ich mich bestätigt, das finde ich super, und dann klicke ich gleich noch mehr, und irgendwas, was außerhalb meiner eigenen Blase ist, das kriege ich gleich gar nicht mehr mit. Ne? Und dahinter stecken wahnsinnig geschickte Algorithmen. Also wenn jemand von Ihnen allen ein Kind hat, was jetzt einen Berufswunsch hat, ich kann empfehlen Aufmerksamkeitsökonom. Das ist seit längerer Zeit jetzt schon ein wirklicher Beruf, wo quasi Modelle entwickelt werden, wie man Leute bei der Stange haltet, damit man sie dann mit diesem ganzen Schwachsinn füttern kann. Weil diese Modelle, die fördern natürlich das heraus, was am meisten angeklickt wird. Und dadurch werden Menschen dann gefüttert natürlich mit dem Abgrund und Abschaum. Und der sitzt dann da und sagt das, weil er, also haut irgendeinen Spruch raus, weil er einfach monatelang nichts anderes gehört. Und die schauen dann ungefähr so aus. Staat soll den Flüchtlingen den Führerschein bezahlen, natürlich auch Vollmeldung. In Salzburg wird eine Mieterin aus ihrem Mietshaus ausgekaut, weil Platz für die Flüchtlinge benötigt wird. Natürlich eine Falschmeldung, aber man ist natürlich klar, dass das dann die Dementis dann keiner mehr sieht. Und das Allergeilste ist das finde ich am besten, ein gefotoshoppter Lottoschein, 20% Gewinnbeteiligung für die Flüchtlinge. Ja? Das löst ja in Menschen was aus. Darum kann ich auf der. Und diese Person sagt mir dann, ich habe das ja gesehen. Das haben ja hunderte, tausende Leute geteilt. Und da sollte ich da sagen, ja, stimmt halt nicht. Ja? Auf der Ebene kann ich nicht gewinnen. Da ist es viel vernünftiger, wenn man empathisch auf die Menschen zugeht, versteht, dass der mit Schwachsinn gefüttert worden ist, versteht, dass er es vielleicht wirklich schwierig hat. Manche von ihnen haben es wirklich schwierig. Also manchmal habe ich dann Geschichten gehört, nochmal in Bezug auf das im Chat quasi fragen, warum denkst du das? Ist dir irgendwas passiert etc.? Manchen ist was passiert. Und wenn man zu diesen Geschichten kommt, dann wird es schon viel interessanter, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Und eine echte Empathie heißt aber nicht, dass man sich hineinstürzt und dann plötzlich die gleiche Meinung wie der hat. Eine echte Empathie heißt auch nicht, dass man ihn quasi bemitleidet aus großer Distanz. Eine echte Empathie heißt quasi vor allem der dritte Satz, mit dem Herzen des anderen fühlen. Und da muss man auch aufpassen, dass man selbst, wenn man sagt, quasi nicht in eine kulturelle Naivität hineinfällt, dass man so tut, als gäbe es gar keine Probleme. Also ich treffe auch Menschen, die sagen, sie sind offen etc. und es ist alles super und es ist alles klasse und es gibt überhaupt keine Probleme. Das ist kulturelle Naivität, das ist auch nicht wahr. Es gibt Probleme, ja? Und das nennt man dann Kulturschock oder Kulturkonflikt. Das ist auch normal, dass es diese Konflikte gibt. Es ist auch normal, dass Menschen an den Stammtischen diese Kulturkonflikte diskutieren und in manchen Dingen nicht einverstanden sind. Und wir ja als Europäer uns überlegen machen, was macht denn jetzt unsere Kultur überhaupt aus? Ich meine, quasi hergehen zu sagen, jeder muss anfangen, Wiener Schnitzel zu fressen, das ist nicht unsere Kultur. Hände schütteln, beim Corona hat man es gesehen, ist nicht kein wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Ein wichtiger Bestandteil auch unserer Kultur ist Respekt oder beispielsweise, dass man gut auf den anderen schaut, schau auf dich, schau auf mich, ja? Das sind Werte. Ja? Und die Frage ist, wie die Gesellschaft dann drauf reagiert. Ja? Da haben Menschen unterschiedliche Antworten. Manche sagen quasi, die können einfach alle ausgewiesen, kann man natürlich der Meinung sein, quasi ist nicht richtig, ist aber sogar noch im demokratischen Rahmen. Das heißt, Teilargumenten, das finde ich auch sehr wichtig, quasi, wenn dann diese Kulturkonflikte diskutiert werden, dann sollte man Teilargumente auch zustimmen. Manchmal haben diese Personen mit einem kleinen Teil oder vielleicht sogar mit einem größeren Teil sogar recht und das nimmt natürlich wieder ganz viel Druck raus. Und man sollte sich realistische Ziele setzen, ja, dass derjenige hergeht und sagt quasi, ja, du hast recht und ich habe Unrecht, das wird nicht passieren. Zum Erosionsprinzip kommt dann später noch was. Ja. Wenn man dann in einer Interaktion ist und die ist halbwegs gelungen und wenn man dann quasi an irgendeinen Punkt kommt und irgendwie so selbst so einen Satz sagt, wie zum Beispiel, na, alle sind ja nicht gleich, ja, es gibt ja quasi gute Menschen und nicht so gute Menschen und da gibt es einen kleinen Anteil, die sind böse Menschen. Und dann kommt, passiert aber immer ganz was, immer wenn man dann im Recht ist, dann kommt Folgendes, was ist mit? Und die tut und tut, die machen das und das, aber ja, dann kommt immer der Themenwechsel. Also wenn man lieb und freundlich und nett ist, dann kommt der Themenwechsel, ja, weil ich sage quasi, ja, aber was ist dann mit die,
keine Ahnung, die Juden von der Westküste. Ja, ich denke, um Himmels Willen. Ja. Klassisch ist dann natürlich, wenn man quasi ein Gespräch aufgebaut hat, dass man Themen wechselt, weil der andere oft noch immer diesen Reflex ist, er will jetzt trotzdem noch gewinnen. Ja. Und da halte ich es für ganz wichtig, dass man das Gespräch wertschätzt, aber diese Sprünge eindämmt. Ich sage zum Beispiel so einen Satz, wenn dieses Ja-Aber kommt, wo ich dann quasi erstens einmal das Ja-Aber ist ein Zeichen, dass man eigentlich quasi den Teil schon einmal argumentativ gewonnen hat, ja, auch wenn ich nichts vom Gewinnen halte, aber dann quasi so quasi jetzt weiß er dort nicht weiter, jetzt muss er woanders hin. Dann sage ich beispielsweise so einen Satz wie, ja, ist total klasse, wie wir jetzt reden und wir jetzt diskutieren, aber ich habe gedacht, wir reden jetzt über XY, ja, und da darf ich jetzt gerne noch dabei bleiben, weil wenn wir jetzt quasi anfangen mit die Juden von der Westküste, ja, das ist mir jetzt zu zach. Und es ist total super, mit dir zu reden, ja, und ich habe das Gefühl, wir kommen irgendwie was weiter, aber quasi können wir das jetzt nicht einmal parken. Das nächste, was ich gerne erzählen würde, ist quasi, manchmal erwischt man jemand, der hat einen totalen Vogel. Also ich bin auch unfreundlich bei der Bezeichnung von solchen Menschen. Nicht sehr wertschätzend, ich weiß. Ja. Der ist wirklich krass drauf. Der ist wirklich, wirklich krass drauf. Man trifft ja hin und wieder einen super Neonazi, das ist total stark. Ja. Da sollte man im Hinterkopf behalten, erstens, wenn ich mit dem diskutiere, quasi weit will ich vielleicht nicht kommen. Zweitens, vielleicht mache ich mal was ganz was anderes. Ich mache eine Diskussion fürs Publikum. Weil oft bei diesen Diskussionen gibt es einen, der lautstark poltert und sieben hören zu. Und ich kann auch eine Diskussion für die Gruppe führen. Wenn ich ruhig bleibe, wenn ich vernünftig bleibe, wenn ich einfach nur mich abgrenze und artikuliere, na du quasi, wenn du daher redest, dass quasi alle ausgeschmissen, erschossen und weiß nicht was wären, da gibt es oft einmal welche Antworten, die spitzen dann die Ohren. Und das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass so ein wahnsinniger Neonazi seine Meinung ändert, sondern das trägt dabei dazu, dass man Meinungsbilder für vielleicht sieben andere Leute ist. Wenn Sie einmal sehen, wie jemand vernünftig, ruhig, vorbildhaft mit jemandem diskutiert, wo Sie selber eh denken, das ist Ihnen zu krass. Und vielleicht habe ich dann viel mehr Meinungen beeinflusst, als ich glaube. Wenn ich einmal rundherum schaue, wer hört denn noch zu? Und wenn wir alle schon glauben, wir sind so gescheit und wir wissen alles besser, ja, warum kann ich nicht beginnen zu lehren? Ich kann ja unter Anführungszeichen Weisheit vermitteln. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich führe zum Beispiel gerade weil das alles mit dem Diversity-Bereich zu tun hat, ja, ich kann natürlich konzeptuell quasi denken und sagen, quasi zum Beispiel diese Männer-Frauen-Geschichte, damit wir mal nicht die Ausländer bemühen, ja, diese Männer-Frauen-Geschichte, ja, da gibt es ja recht stereotype Kasteln. So sind Männer, so sind Frauen. Ja. Und wenn man vielleicht versucht, in einfachen Worten, nicht jeder ist die hellste Kerze auf der Torte, es muss ja nicht jeder einen IQ von 500 haben, ja. Das ist nicht not. Der Mensch ist trotzdem gleich viel wert. Ja. Dass man ihnen vermittelt, das ist mehr als Skala. Und an den Enden dieser Skalen steht das Konzept von Mann und das Konzept von Frau. Und das kann man ja, wenn man pädagogisch geschickt ist, kann man das ja überführen, zum Beispiel in der Schublade denken und in Almwesen denken. Von dem rede ich zum Beispiel immer bei solchen Diskussionen. Das eine sind die Ladeln, so sind Männer, so sind Frauen. Aber schau dir mal ein Wiesen an, da kreuzt sich jede Blume mit jeder Blume und keine schaut anders aus wie die andere. Und wenn ich glaube, ich bin schon so gescheit und ich bin ja so ein selbstverliebtes, weiß nicht was, ja, quasi, dann denke ich mir, ja, dann bring halt dem was bei, wenn du glaubst, du bist so gescheit. Weil gescheiter Herrin ist toll, aber Menschen was vermitteln, ist vielleicht ein bisschen toller. Und das muss ich auch nicht von oben herab machen, quasi einfach erzählen, wie ich die Dinge verstanden habe, wie sie funktionieren. Er erzählt, wie er sie verstanden hat, dass sie funktionieren. Und ich zucke dann mit den Schultern und sage dann quasi, ich finde meins überzeugen. Und jetzt komme ich nochmal zum Erosionsgeschichte. Ich merke, wenn Leute, selbst wenn sie erfolgreich mit jemandem diskutieren und eigentlich so quasi, wenn sie länger überlegen, so quasi so schlecht ist, dass gar nicht, sie sind immer unzufrieden, weil sie sich zu hohe Ziele stecken. Ein Ziel von so einer Auseinandersetzung, wo alle schon zwei Bier getrunken haben und ich bleibe echt beim Stammtischprinzip oder wo alle aufgehetzt sind von den Nachrichten, ja, das kann sicher nicht sein, dass der sich hinkniert und sagt, ja, lieber Jörg, du bist so gescheit, du hast recht, ich habe Unrecht, du bist so super, ich will auch so sein wie du. Das wird niemals passieren. So etwas wird niemals passieren. Mein Ziel bei solchen Auseinandersetzungen ist es immer, in ihnen das Erosionsprinzip, dass man so einer Meinung, die oft schon sehr gefestigt sind, kleine Risse zufügt,
die den anderen zum Nachdenken bringen. Und dieses Nachdenken soll dann dazu führen, dass der Regen den Rest erledigt. Ja? Wir wissen genau, wenn ein Stein einen Riss hat und da regnet es lang genug drauf, ja, dann wird da irgendwann ein ordentlicher Spalt und das geht dann, diese Meinung zerbricht dann irgendwann. Ich bin der, der vielleicht einen kleinen Riss zufügt, aber wenn, er dann zum, wenn das in ihm zum Arbeiten fängt, das Arbeiten ist quasi der Regen, dann schauen wir schon sehr viel besser aus. Ja? So, am Punkt bleiben, nicht springen, Diskussion für die Gruppe, Erosionsprinzip, habe ich schon gesagt. So. Man braucht kein detailliertes Faktenwissen, man braucht nur ein Basiswissen. Man braucht Neugierde für andere Menschen. Man braucht einen Respekt vor andere Menschen. Wir fangen jetzt langsam an zum Summieren. Ja? Man braucht Empathie, man braucht Selbstreflexion und man braucht aber auch Ambiguitätstoleranz. Kompliziertes Wort, vielleicht kennt es nicht jeder. Ambiguitätstoleranz ist Aushalten, ein gutes Aushalten, dass die anderen halt anders sind. Es ist kein Affront, wenn der anders anders ist. Und zum Schluss noch quasi, weil ich sage, es geht nicht ums Gewinnen, aber es gibt ein Fundament, wie man gewinnen kann. Ja? Weil wir sind in einem wunderbaren Land mit 8,82267 Millionen Menschen, ich habe gesagt Menschen. Ja? Und das Interessante ist, es ist quasi, ist anderswo auch so, aber in Österreich ist es besonders schlimm, diese über 8 Millionen Menschen, jeder glaubt, er ist der beste Nationaltrainer, besser als der, den wir haben. Jeder glaubt, er ist eine Migrationsexpertin. Jeder glaubt, er ist eine IT-Fachkraft und kennt sich beim Computer super aus. Jeder glaubt geopolitisch, ja, wenn ich im Nahen Osten wäre, dann ich würde das alles lösen. Ja. Jeder glaubt, er ist ein besserer Bildungsminister oder Bildungsministerin, weil ich war ja mal in der Schule. Jeder ist ein Wirtschaftskapazunder, weiß, wie man das lösen kann. Jeder glaubt, er ist militärfachkundig und jeder glaubt, er ist Medizinkoryphäe. Wir glauben alle, wir sind so schrecklich gescheit. Und das ist aber genau das, wie solche Leute sind wie der Trump. Der glaubt, er kann alles. Was wir viel zu wenig hören, ist folgender Satz. Mit XY kenne ich mich eigentlich gar nicht so gut aus. Und darum ist der König bzw. die Königin des Gewinnens ist natürlich die Frage. Und das hat mir eh super gefallen, dass ich auf meinen Vorschlag am Anfang gleich gekommen ist, quasi, dass man anfängt, Fragen zu stellen. Das ist natürlich das Allergescheitste. Eins ist recht gewiss, wenn jemand anfängt, quasi solche Sätze rauszuhauen und ich fange an, vernünftige, kluge Fragen zu stellen, der redet sich dann eh selbst ins Grab. Das haltet keiner durch. So gut kennt sich keiner aus. Und deswegen ist quasi die Golddisziplin. Und schön, dass das gekommen ist im Chat. Die Golddisziplin ist mal einfach, dass man ganz unschuldige Fragen, nicht quasi, das finde ich auch wieder schlimm, wenn man das dann gegen die Person benutzt, sagt, ich mache den jetzt auf. Ne? Dass man anfängt, Fragen zu stellen und dann kommt es im Idealfall in einem guten Geiste, dass die Person selber draufkommt, nein, das passt eh nicht ganz. Das ist eh, so ist das nicht ganz richtig. Es sind nicht alle gleich. Die Juden können nicht unbedingt vergast, das ist doch ein bisschen wild. Ja? Man kann so eine Frage stellen wie zum Beispiel, ja, hast du denn die Bilder gesehen aus dem Zweiten Weltkrieg? Wenn er dann ein Holocaust-Leugner auch noch ist, dann quasi solche Manche sind auch verlorene Fälle. Ne? Aber quasi, da muss es ja angrausen, wenn ihr die Massengräber seht. So. Eine Minute über der Zeit. Nein! Jo. Soweit mein Input. Meine Art und Weise, an die Sache heranzugehen, ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, das ist sehr, sehr produktiv auch für die Gesellschaft, finde ich. Und es ist auch dann um einiges lustiger. Ja. Ja, lieber Jörg, vielen lieben Dank für deinen Input. Ich darf an der Stelle gleich einmal euch alle, die ihr noch mit dabei seid, dazu einladen, eure Fragen in den Chat zu stellen, wie ihr das auch immer gewohnt seid. Ich werde nachher für euch weiterleiten. Vielleicht bis die erste Frage kommt, so eine von mir und von meiner Seite. Nämlich, es ist vielleicht eher eine individuelle Geschichte, aber inwieweit kann ich da auch mit Ich-Botschaften arbeiten bei der Argumentation? Inwieweit kann ich meine eigene persönliche Meinung zum gewissen Thema preisgeben oder soll ich preisgeben? Und inwieweit soll ich da eher als objektiver, neutraler, so wie weit soll ich gehen? Man hängt natürlich vom Kontext ab. Ich bin zum Beispiel, wenn ich in eine Schulklasse gehe und ich fange dort an zu diskutieren, bin ich sehr bewusst, positioniere mich politisch absolut in der Mitte und bleibe neutral. Ja? Aber
es kommen trotzdem von mir ganz viele Ich-Botschaften. Politisch, also eine Abgrenzung in Richtung von Radikalitäten, ja, sollte ja immer mit Ich-Botschaften setzen. Wenn ich hergehe und sage quasi, wenn jemand sagt, die Flüchtlinge können alle ausgewiesen, ja, dann ist das ja demokratisch legitim. Aber wenn einer anfängt zu sagen, die können alle erschossen, jetzt als Beispiel, ja, da fange ich an mit ganz, ganz vielen Ich-Botschaften. Das finde ich grauslich, das ekelt mich, das widert mich an. Und ich finde quasi, so jemand gehört, jetzt vielleicht nicht für den Satz eingesperrt, aber so jemand gehört für so einen Satz bestraft. Ja? Und da fange ich an, dann Ich-Botschaften zu setzen, die ganz, ganz klar sind in der Abgrenzung. Ja? Bei dem politischen Wirrwarr dazwischen würde ich eher objektiv bleiben. Aber zum Beispiel so, wenn es um Sexismus geht, ja, wie sollte man im Hochdeutschen Kante zeigen, ja, und auch wirklich sagen, da geht es auch um dem, was ich denke, ich finde das einfach nicht richtig. Mir ist das wurscht, ob du ein Mandel, ein Weiberl oder irgendwas dazwischen bist, ja. Du bist gleich viel wert wie jeder andere und wenn einer sagt, eine Frau soll hinterm Herd kochen etc., ich krieg solche Kabeln. Und dann komme ich runter und setze dann trotzdem eine kantige Ich-Botschaft. Okay. Und das ist sicher auch quasi eine Strategie, oder wo man sicher auch daran arbeiten muss und sich dessen bewusst sein, sind ja so Totschlagargumente, die man selber vielleicht dann gerne, die in einem, die vielleicht gar nicht so als Totschlagargument gesehen wird, aber durchaus den anderen, ja, wo man nichts mehr kontern kann. Und das gilt ja bei einer guten Kommunikation zu vermeiden. Gibt es da irgendwie Strategien, Tipps, wie ich das vermeiden kann? Meinst du jetzt auf Totschlagargumente, wie ich es gerade gebraucht habe, mit das finde ich grauslich und schier und wahnsinnig? Zum Beispiel, ja. Wobei da hast du die Ich-Botschaft drin, das heißt, da kann man ja immer sagen, ja, ich sehe es anders. Ne? Aber trotzdem, ja, so verallgemeinert das, wo es quasi gar keine Antwort mehr gibt. Gell? So, ich habe jetzt leider kein besseres Beispiel. Nein, ich finde das Beispiel eh gut. Die Frage ist, ob das zumutbar ist. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel, ich bin gebeten worden von der Stadtgemeinde Gleisdorf, wie sich die Identitären dort angesiedelt haben, dass man zum Beispiel im Polytechnikum mit den Schülern dort Workshops macht, weil das natürlich ein gutes Feld ist, die haben alle ein Moped und die kann man alle gut rekrutieren etc. Und es ist bei einer der Vorveranstaltungen, eher auf was für Multiplikatoren war, ist einer von den Identitären aufgetaucht. Ja, der wollte so schnüffeln, weil es war eine öffentliche Veranstaltung. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, als jemand, der mit normalen Menschen unter Anführungszeichen sehr gut kann, ich glaube, es ist normal, wenn man da sehr gefordert ist. Wenn man sehr gefordert ist, im Sinne auch quasi, was ist jetzt noch mein Argument, wenn einer so wahnsinnig ist? Wir reden jetzt gar nicht von Extremismusprävention, wir reden von Extremismus. Ja. Für den normalsterblichen Bürger ist da wirklich quasi, will trotz allem eine unfreundliche, also eine freundliche, aber harte Abgrenzung empfehlen. Auch insbesondere, wenn andere herumstehen. Ja? Wenn ich mit dem unter vier Augen bin, also wenn da andere zuhören, dann muss ich quasi in dem Moment, wenn er sagt, quasi die Juden, weiß nicht was, bla bla bla, dann muss ich, da fällt der Hammer. Das geht nicht anders. Da sind demokratische Grundfesten in Frage gestellt. Wenn ich mit ihm unter vier Augen wäre, dann rede ich natürlich ein bisschen anders, weil wozu soll ich einen Hammer haben, das hilft mir jetzt nicht. Ja? Da würde ich das einfach nur freundlicher formulieren, dass das zum Beispiel jenseits von unserer Demokratie ist, auch jenseits unserer Wertehaltung, wenn du ein guter Österreicher oder eine gute Österreicherin sein willst, das gehört nicht mehr dazu. Und was ich recht lustig finde, ist zum Beispiel ein Beispiel von einem südamerikanischen Bischof, der aus der katholischen Kirche auserkaut war, weil er zu konservativ ist. Das gibt's auch. Es gibt ein Zwill. Es gibt Zwill Österreicher sein. Und ich würde dann versuchen, solche Dinge zu vermitteln, aber das würde ich nur im Vier-Augen-Gespräch haben, sobald ich Publikum habe, fällt da der Hammer, weil das lassen wir einfach nicht zu. Und ein gutes Fingerspitzengefühl braucht man sicherlich auch. Im Chat ist eine Frage aufgetaucht, wenn in einer Gruppe ein größerer Altersunterschied jetzt herrscht, sollte man eher Gruppengespräche jetzt vermeiden oder und Einzelgespräche jetzt suchen oder doch auch vor Jüngeren, jetzt also 10-, 11-Jährigen zum Beispiel, sprechen? Also wenn ich jetzt gerade, bleiben wir bei so einem Thema zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, ich war mal bei der AG Jugend einmal angestellt, inzwischen Beauftragte, war einmal angestellt und da hat eine Mitarbeiterin, die ich sehr schätze, hat einen Workshop gemacht, Holocaust für Volksschulen. Ist zum Beispiel zum jüdischen Tempel gegangen mit denen und so. Und
Es ist sehr wohl möglich, und das habe ich bei ihr gesehen, ich kann es nicht ganz so gut, wenn es um die ganz die Orgensachen geht, weil mir bleibt dann ein Kloß im Hals stecken. Ja. Es war sehr möglich, sehr wohl möglich, wie die das geschafft hat, in einer kindgerechten Sprache, ohne die großen Grauslichkeiten herzuholen, ja, mit Sätzen wie Krieg ist schlimm, wenn wer stirbt, ist das schlimm. Ja. Das ist ganz arg, das muss man auf jeden Fall vermeiden. Die hat das super umgebracht und die Kinder waren begeistert. Für die Kinder war es nicht grauslich, aber das ist quasi, ich merke, mit 10, 11-Jährigen geht es schon ein bisschen besser, aber mit 8-Jährigen quasi, boah, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Und ich würde mir auf alle Fälle auch, wenn das quasi so eine Gruppe habe und das inzwischen 10 und sagen wir mal 20 sogar, wenn das ein Jugendzentrum ist oder so in die Richtung, ich würde mir auf jeden Fall dann für die Gruppe kann ich dann ganz einfache Botschaften, vielleicht auch in einem Nebensatz für die Eltern dazu sagen, quasi, für euch ist das eh klar oder so, quasi, aber ich sage es einmal für die Kleinen, ich würde das wirklich kommunizieren. Und dann einen Satz bringen, den die 10-, 11-Jährigen nehmen können und mir dann die Älteren, um die es dann wahrscheinlich auch geht, einmal herfassen. Gell? Gesondert. Okay, danke schön. Gibt es noch Fragen von der SDA? Und zwar, ist es auch ratsam, Diskussionen irgendwann abzubrechen, wenn es, besonders wenn es um Sexismus geht, bei Männerrunden zum Beispiel, sind die Einstellungen ja sehr oft festgefahren und Ergänzung von meiner Seite, die wickeln sich ja auch auf, ne? Also mehr oder weniger, die muss immer Steigerung drinnen haben. Das heißt, diese Einstellungen sind oft festgefahren und da tut man sich schon schwer. Besonders mit einer Person, die das als ihr Grundrecht als Mann ansieht, diskriminierende Haltungen gegenüber Frauen zu haben. Das heißt auch, da ist ja in so einem Kontext auch die Empathie recht beschränkt, sagen wir mal so, weil das kann man selbst ja auch schwer nachvollziehen. Das heißt, ist es auch ratsam, Diskussionen irgendwann abzubrechen? Gibt es eine Grenze? Wie sagt man jetzt aus? Ich finde es sogar recht ratsam im richtigen Moment, bewusst abzubrechen. Vielleicht gar nicht, weil ich es jetzt brauche. Also ich finde den Kontaktabbruch auch ein Werkzeug. Ich finde es aber auch, zuerst um das mit der beschränkten Empathie, wenn ich merke quasi, jetzt wird es mir zu viel. Ich kann genau das kommunizieren. Ich kann genau sagen quasi, vielleicht, ich würde jetzt fast das, ich weiß nicht, was im Chat steht, wirklich auch vorlesen quasi. Ich würde dieser Person dann sagen, du, ich habe den Eindruck, du bist in deiner Meinung total festgefahren, ich komme da jetzt irgendwie nicht weiter, mir tut das auch irgendwie weh, es ist nichts dabei, wenn man sagt, wenn ich so sehr, mir tut es ehrlich weh, wie du Frauen abwertest, und ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr weiterzureden. Das kann ich sogar machen, wenn es nicht weh tut, oder wenn es noch nicht so arg weh tut, man muss nicht immer warten, bis man es überhaupt nicht mehr aushaltet und eh schon fast explodiert. Ich halte den Abbruch für ein Werkzeug, und den Abbruch auch nötig, wenn es für einen selber nicht mehr geht. Man sollte dann wirklich sagen, na, es gibt ja auch Familien, wo zum Beispiel irgendein Opa oder irgendein Papa quasi so festgefahrene Meinung haben und die managen das quasi, wir lieben uns als Familie, aber über das Thema rede ich mit meinem Papa nicht mehr, das geht einfach nicht. Das heißt, Abbruch durchaus auch okay. Und na, nicht nur okay, sondern oft auch wichtig für mich selber oder weil ich mir denke, also ich kann mich an eine Situation erinnern, quasi wo jemand auch mit einer Kaltschnäuzigkeit seine Parolen, also der war gar nicht aufgebracht mit einer Kaltschnäuzigkeit und ich habe dann gesagt, ich glaube, ich habe es irgendwie gesagt, Papa, ich finde, was du argst, voll sagt, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr und bin weggegangen. Und das hat auch einen Effekt, quasi der Beziehungsabbruch hat auch einen Effekt und ich finde ihn als Werkzeug auch gut. Mhm. Gibt es sonst noch Fragen von euch? Könnt ihr euch sonst auch gerne selbst entmuten und sich selbst stellen, wenn ihr nicht schreiben wollt. Das geht natürlich auch. Vielleicht sonst noch von meiner Seite, wenn man jetzt einen digitalen Raum denkt, wenn ihr jetzt auf Botschaften, auf Stammtischparolen, auf Social Media von Personen treffe, die ich kenne, beziehungsweise mit denen vielleicht auch gut befreundet oder so bin, wie soll man da reagieren? Soll man die klar ansprechen? Soll man die öffentlich ansprechen? Soll ich denen eine private Nachricht schicken? Soll ich die persönlich konfrontieren? Also wie würdest du das machen? Es ist total super, wenn man es dann in die Realität hebt. Also wenn ich jetzt keine Zeit habe, mich mit dieser Person zu treffen wegen dem. Ja, die Leute sind immer ziemlich schockiert, wenn sie auf Facebook was schreiben, oder rufe ich sie an.
Das macht sich voll, dadurch wird es ein Stück weit realer. Dadurch hebe ich quasi den sozialen, den scheinbar virtuellen Raum, weil inzwischen in Wahrheit ist ja der virtuelle Raum auch real, weil wir leben ihn ja alle. Das ist voll baff. Und natürlich ist es, je mehr man von der Mimik, von der Gestik, von der Sprache, desto leichter ist es zu transportieren. Ich würde jemand, mit dem ich irgendeine Form von Beziehung habe und wenn wir nur im gleichen Kegelclub sind, würde ich Personen niemals öffentlich bloßstellen. Das ist ganz schlimm für Leute. Ganz, ganz schlimm. Gibt es ja oft einmal welche, die hauen dann richtig mit der Keule, boah, das, also mit der Beziehungskeule, boah, das hätte ich von dir nie gedacht, etc. Blablabla, dusch. Ja. Menschen lernen nichts, wenn man Dusch macht. Und wenn man sowas im sozialen Raum sieht und dann leitet das Telefon und man sagt dann, du, ich habe auf Facebook das gelesen von dir, dann schon mal, ja. Also ich würde generell im Vier-Augen-Gespräch kommt man sowieso immer weiter, als wie ich anders bin. Ja. Und da ist ein Telefon, setze ich mich hin, rauch eine und erzähle dem, dass ich das mit freundlichen Worten, dass ich das nicht okay finde. Ja. Im Chat ist die Frage gekommen, gibt es ein empfehlenswertes Buch zu gewaltfreier Kommunikation? Nicht von mir, aber es gibt Videos. Nämlich, ich bin ein totaler Fan vom Rosenberg. Und ich bin deswegen auch so totaler Fan, ich habe ein ganz weinendes Auge, weil ich habe es nicht geschafft, ihn noch live zu erleben, bevor er gestorben ist. Ich hätte ihn so gern gesehen. Er ist so eine beeindruckende Persönlichkeit, weil er etwas zusammenbringt, was viele Schreibenden über dieses Thema nicht zusammenbringen. Er kommuniziert zwar gewaltfrei, aber die Botschaften sind nicht immer freundlich. In der gewaltfreien Kommunikation kommt ja vor, dass man seine Gefühle offen kommuniziert, ja? Und der sagt, ich bin wütend, ich bin angefressen, ich bin das. Und das quasi, ich habe noch keinen gesehen, der so gut zusammenbringt wird. Und wäre mein Tipp, es gibt total gratis auf YouTube Videos vom Rosenberg, die aufgenommen worden sind, wo wirklich er das Seminar hält. Dauert halt teilweise eine Stunde, ja? Und ich habe mir jedes, was ich gefunden habe, von denen reingezogen und dort in Wahrheit mehr gelernt bei den Fortbildungen zur gewaltfreien Kommunikation, wie der tut, wie der Sprache auseinanderklaubt und wie der quasi auch nicht so nette Botschaften gewaltfrei kommuniziert. Das meine Empfehlung wäre, genau, Rosenberg-Videos schauen. Da muss man halt des Englischen mächtig sein, dass man es wirklich super mitkriegt. Und in dem Moment habe ich auch in den Chat hineingepostet, eben auf YouTube, das Suchergebnis. Da findet man wirklich ein paar Vorträge. Oh, da gibt es einige, da gibt es viel zum Schauen. Ja. Und mir hat das ehrlich gesagt mehr gebraucht wie die Fortbildungen dazu. Also die waren irgendwie, aber obwohl die Fortbildungen gut waren, aber das hat mich noch mal weiter. Eine Frage im Chat ist gekommen, noch einmal zum vorigen Thema Abbruch der Diskussion, weil die Frage lautet, Abbruch der Diskussion als Werkzeug ist gut, sollte man auch ab und zu den Kontakt zu bestimmten Leuten abbrechen. Die Person tut es eben auch regelmäßig, um ein verhältnismäßig starkes Statement zu setzen. Aber wo würdest du da die Grenze setzen oder ziehen? Ich meine, das, was ich jetzt bis jetzt erzählt habe, war ein Stück weit ein bisschen hinterlistig taktisch auch. Ja? Wie geht man mit Leuten um, teilweise, die man gar nicht kennt, wenn man jemanden eine echte Beziehung hat, wenn das ein Cousin, ein Arbeitskollege war. Meine, beim Arbeitskollegen kann man Kontaktabbruch oder so noch viel schwieriger oder befreundet ist oder so. Boah, dann kriegt das ganz eine andere Dimension. Es kriegt eine ganz andere Dimension. Ich würde aber nicht sagen, dass man mit Personen, selbst wenn man noch so eng blutsverwandt mit ihnen ist, Kontakt haben muss. Wenn man Personen, und da geht es jetzt nicht nur um Stammtischparolen, wenn mir Personen in meinem Leben nicht gut tun, ernsthaft nicht gut tun, ist es eigentlich angeraten, den Kontakt abzubrechen. Wenn, wie ich vorher gesagt habe, quasi das nur das eine Thema ist, zum Beispiel, da sage ich halt, ich rede mit dem nicht über Politik und wenn wir über Minigolf reden, dann haben wir uns eh voll lieb und wir haben die größte Gaudi und passt alles. Ja? Und über Politik rede ich mit dem nicht oder über Religion nicht oder was sag ich mal. Ja? Und dann sagt man einfach jedes Mal, nein, mit das diskutiere ich nicht mit dir, fertig, aus. Wir kommen da auf keinen grünen Nenner, das macht unsere Beziehung kaputt. Aber ich habe einmal ein Zeitmanagement-Seminar gemacht und da war eine der Zwischenaufgaben, sich von einer Sache, die man macht, die ein Zeitfresser ist, im Leben zu trennen. Und wir haben vorher das Seminar gut funktioniert, wir haben gut geredet, dann kommt jemand zurück mit dem Ergebnis, ich werde mich von einer Person trennen. Das ist richtig, richtig wild.
ist richtig, richtig arg. Hat dann auch drei Sätze gesagt, warum und wieso, gute Gründe, aber so quasi jetzt wegen dem ist zum Nachdenken gekommen und eigentlich bringt das nichts für mich, das zieht mir nur die Energie, das ist gar, man kann sich auch von Personen auf Zeit oder dauerhaft trennen. Wenn ich einen Freund habe und der ist sexistisch, rassistisch, grauslich, geht mir nur auf die Nerven und ich halte es einfach nicht aus, würde ich auch den Kontakt ganz abbrechen. Ich würde es schon auch machen. Es ist hart, es fällt einem schwer, aber es geht. Vielleicht ergänzend, ein Stück leichter geht es wahrscheinlich auf Social-Media-Kanälen, einfach sich entfreunden, nicht mehr folgen und so weiter. Ja. Sicher auch eine noch leichter, sicher leichtere Möglichkeit. Ich würde aber, das finde ich ganz wichtig, ich würde aber quasi, nennen wir es einmal einen Abschiedsbrief, wenn er auch nur kurz ist, also je nachdem, wie die Beziehung ist, wenn das echt nur so eine Facebook-Freundschaft ist und den hat man eh nur einmal im Leben gesehen oder so, ich würde dem dann halt drei Sätze, aber quasi, warum das jetzt passiert ist, das hat eine Person verdient, schreibt man. Also ich habe zum Beispiel letztens an, den behalte ich extra, damit ich quasi solche Sachen, die da transportiert werden, behalte ich extra, weil das sehe ich auch, ja. Da ist es gegangen um George Floyd und dann hat er gepostet, wo waren die Demonstranten, als der 8-jährige Leo gestorben ist. Ja? Und der Leo wurde von einem Afrikaner vom Zug geschupft. Ja? Boah, man ist natürlich auch nicht richtig, wenn man ein Kind vom Zug schupft, gell? Aber das ist halt so einer, der postet solche Sachen ständig. Wenn ich nicht aus beruflichem Interesse dem noch folgen würde, dann hätte ich dem einfach einen Satz geschrieben, du, das, ich finde das voll krass, was du da postest, mir geht das einfach zu weit. Ich klicke jetzt den Baba-Button. Okay. Lieber Jörg, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Es war wirklich großartig. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, wenn ihr aus dem Chat rausgeht, können Sie die gerne an uns auch schreiben per E-Mail, entweder info@logo.at und wir leiten sie oder stellen den Kontakt zum Jörg dann her. Ansonsten sage ich schön, dass ihr dabei wart bei den Online-Weiterbildungen im Juni. Das war ja heute unser letzter Termin für dieses Monat zumindest. Wir werden euch kontaktieren, sobald wir wieder Infos haben, wie es weitergeht, ob wir auch im Juli vielleicht noch einmal so ein Format organisieren. Wenn ihr Tipps habt für Themen, die ihr gerne haben würdet, dann bitte schreibt uns die entweder in den Chat noch schnell oder auch per E-Mail ruft uns an. Genau, wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Dabeisein. Schön, dass wir wieder alle mit an Bord wart und dabei wart. Wir wünschen euch hoffentlich ein schönes, langes Wochenende schon einmal. Also ich hoffe, dass ihr das auch habt. Und zumindest einen wunderschönen restlichen Tag und macht es gut bis zum nächsten Mal. Ciao.